Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und das ist Astros Playroom, Folge 1. Wir starten. Freunde, wie lange hat es gedauert? Ich habe sie schon einige Zeit, das Unboxing gab es vor einigen Monaten auf meinem Kanal. Und wegen technischer Schwierigkeiten und bla und bli und blub ging es einfach nicht. Ja, sind jetzt auch noch mit Einschränkungen unterwegs. Aber das erste PlayStation 5 Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig und was gibt es da nichts Besseres als Astros Playroom, das Demospiel, was auf jeder Konsole vorinstalliert ist, um mit dem Controller klarzukommen. Das ist mein erster Umgang mit der PlayStation 5 auch. An den neuen Controller muss man sich natürlich gewöhnen, selbstverständlich in schwarz. Und ja, ich habe ein bisschen schon reingespielt in das Game, um mich schon mal so ein bisschen zu gewöhnen und auch um die ganzen Aufnahmetests und so weiter zu machen. Und ich wollte ja so gerne jetzt euch auch 4K-Gameplay mit 60 FPS liefern, aber egal was ich tue, ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, ob es Software, es muss ein Softwareproblem sein. Aber sobald ich in OBS auf 4K stelle, ruckelt es einfach wie Sau. Es läuft einfach nicht richtig und ich weiß nicht, woran es liegt. Aber was jetzt funktioniert, ist 2K 60 FPS, denn die Konsole unterstützt jetzt die Ausgabe, die Bildausgabe von 1440p. Und das ist der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, komm, dann mache ich es jetzt trotzdem. Weil vor ein paar Wochen ging das zum Beispiel noch nicht, da konnte ich nur auf Full HD oder 4K stellen. Jetzt geht 1440p und dann würde ich sagen, spielen wir es doch in 1440p. Und wir fangen ein neues Spiel an, tatsächlich. Denn wir schauen uns das jetzt ein bisschen zusammen an. Wir gucken uns alles in Ruhe an. Wir erkunden die Welt, sammeln Erfahrungen mit dem Controller. Und dann haben wir natürlich noch eine ganze weitere Reihe von PlayStation 5 Spielen hier vorbereitet, die wir dann nacheinander abspielen werden. Ja. Aber los geht's erstmal mit Astros Playroom, um zu sehen, funktioniert die Technik. Klappt das Ganze. Aktuell sieht es alles soweit ganz gut aus. Wir gehen erstmal rein. Wenn ein neues Spiel beginnt, wird dein alter Spielstand gelöscht. Das ist, denke ich mal, okay. Und dann viel Spaß. Willkommen in Astros Playroom. Hier lernst du einige der coolen Tricks kennen, die mit dem neuen DualSense Wireless Controller möglich sind. Bist du bereit für ein Abenteuer mit Astro auf deiner PS5? Dann lass uns loslegen. Ja, Mann. Ab geht's. Hier ist dein DualSense Wireless Controller. Ja, das ist schon krass. So, adaptive Trigger. Da merkt man direkt, die sind auf einmal sehr hart, lassen sich gar nicht weiter reindrücken. Das ist mega geil. Das ist nur durch die Vibrationsmotoren gelöst. Also ich weiß nicht, wie genau die Technik funktioniert. Das ist schon geil. Fühlt sich nice an. Das Touchpad haben wir hier natürlich. Das ist natürlich anders im Vergleich zu einem Xbox-Controller. Das Ding hat ein paar Features mehr. Sehr schön. Muss auch sein. Der Bewegungssensor. Das funktioniert sehr gut. Das klappt ja echt krass. Also der wird ja in Echtzeit hier getriggert. Also gemessen. Das ist krass. Das Mikrofon. Hallo. Hallo. Yeah. Das ist schon irgendwie geil. Thank you.
Und da haben wir also die PlayStation 5. Achso, und das Spiel spielt quasi in der Konsole. Also es wird simuliert. Ja, wir sind jetzt in der PlayStation 5. Ich kann auch hier wieder sehr viel bewegen. Das gefällt mir. Und da haben wir auch schon Astro. So. Ich kann mit dem linken Stick natürlich laufen. Mit X kann ich springen. Ich habe auch einen Doppelsprung. So, wir schauen uns in aller Ruhe um. Hier haben wir das große Leere. Hier haben wir eine ganz interessante Konstruktion. Haben wir denn hier hinten was? Es gibt hier einen Haufen Easter Eggs und Puzzleteile und so einen ganzen Kram zu finden. Kann ich da dran ziehen? Nee, ne? So, wir nehmen natürlich alle Münzen auch mit, wenn das soweit geht. Gut, hier ist jetzt noch nicht so viel. Damit willkommen im Prozessor Plaza. Das ist richtig geil. Auch für jemanden, der Technik ganz gerne hat, so wie ich, sind die auch die Namen mega geil. Und hier haben wir vier, insgesamt fünf Bereiche. Was haben wir denn da? Das ist alles hier. Also hier gibt es vier Puzzleteile zu finden, allein schon. Wir probieren natürlich erstmal alles zu finden. Ich würde dieses Spiel gerne quasi durchspielen. Wir haben hier den Netzwerk Speedrun, da können wir sogar hin. Ansonsten haben wir nochmal vier Level mit jeweils vier Unterleveln. Ah ja, wir werden ein bisschen Spaß hier drin haben. 13 Münzen. Sehr viel zum Rumspielen auch, wie sich der Controller anfühlt. Alleine, wenn man hier langläuft und so weiter, ne? Kann man den ein bisschen ärgern hier. Ich glaube, so macht er das auch sauber oder so. Geil. Geil, geil, geil. So, Münzen brauchen wir vor allem auch. Na, ich weiß nicht, hier, ne? So. Kann man aber immer wieder kaputt machen. Naja. Wir haben auf jeden Fall hier einiges auch noch zu tun, würde ich sagen. Wir können uns mal kurz die Level angucken. Wir haben hier die kühlen Quellen. Ich glaube, das hier dürfte der Netzwerk-Speedrun sein. Das sieht mega aus. Den GPU-Dschungel. Das sieht nach Festplatten aus. SSD Speedway. Mega. PlayStation Labo, das weiß ich schon. Da können wir dann unsere ganzen Achievements sehen, die wir so gefunden haben und so weiter. Und dann haben wir hier noch den Speicherspielplatz. Okay. Also RAM-mäßig oder sowas. Gehen wir doch erstmal hier hoch. Testen uns mal durch. Wenn wir mit dem Controller dann warm werden, können wir auch uns an die größeren Titel ranwagen. Denn wir haben hier einiges geplant, Freunde. Jetzt, wenn das hier technisch funktioniert und wenn es dann jetzt auch erstmal 2K ist, ist gut. Ich probiere natürlich weiterhin daran zu arbeiten, das vielleicht irgendwann auch in 4K hinzubekommen. Aber jetzt in 2K habe ich zumindest erstmal eine Möglichkeit gefunden, das lauffähig zu kriegen. Weil davor ging es ja wirklich gar nicht. Da sehen wir schon ein Puzzleteil. Das würde ich ganz gerne dann erstmal mitnehmen.
Shit. Wieder ganz unten. Verkackt. Nun gut. Warum? Na, du willst mich doch veräppeln. Was ist das denn? Na gut. Ja, wie gesagt, jetzt mal reinkommen hier. Mein erster richtiger Kontakt jetzt. Ich habe immer nur mal eben das Spiel so 10 Minuten offen gehabt, um mal Aufnahmetests zu machen. Richtig gespielt hatte ich es jetzt noch nicht. Und da haben wir unser erstes Puzzleteil. Die Puzzleteile sind eigentlich, glaube ich, auch nur dazu da. Um, am Ende kann man im Labo so Bilder quasi ausfüllen damit. Aber das möchte ich natürlich auch sehen. Da ist auch viel Historie und so weiter alles drin. Also da kann man sich so viel angucken. So, da gibt es ja jetzt eine ganze Menge. Dann gehen wir erstmal hier rechts rauf. Was haben wir hier noch alles? Ach du Kacke. Na gut, lassen wir das erstmal. Da ist nämlich noch ein Puzzleteil. Ja. Nehme ich. Haben wir sogar schon 2 von 4. Ja. Das wird doch ganz gut klappen hier, würde ich sagen. Ja, warte mal ganz kurz. Ist hier was? Hier ist nix. Alles klar, dann war da hinten aber noch was. Unser drittes Teil? Ja. Geil. So. Ja, wunderbar, würde ich mal sagen. Auf der Karte können wir immer prüfen. Wir haben hier schon 3 von 4. Ich glaube, das vierte, das dürfte unten. Es gibt ja noch unten was. Ich meine, ihr kennt das ja schon. Ich meine, die Konsole, sagen wir mal auch ehrlich, die Konsole ist ja jetzt schon seit fast 2 Jahren draußen. Im November sind es 2 Jahre und ja. Erstens habe ich ja 1,5 Jahre überhaupt gebraucht, um eine zu kriegen und das auch nur dank einem lieben Kumpel von mir, der mir die auch besorgt hat, ja. Weil er sich da ein bisschen besser auskennt, wo man die kriegt und so weiter. Andernfalls hätte ich die jetzt immer noch gar nicht gehabt. Das sieht nicht so aus, als sollte ich da runtergehen. Ja genau, hier ist das hier, wunderbar. Hallöchen. Okay, ja. Das ist ja witzig. Ich glaube, hier irgendwo ist das letzte Teil oder sowas. Ja, da haben wir es doch. Ging flott. 13 Minuten für diesen Bereich. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal alles in so einem Schnelllauf durch. Oh, was haben wir denn da? Hier ist irgendwas Geheimes noch. Das sieht so aus, als würde ich da noch nicht rankommen. Hm. Gut, müssen wir dann später nochmal schauen, würde ich sagen. Genauso würde ich sagen, gehen wir mal in die erste Geschichte hier rein. Wo gehen wir als erstes hin? Ich hätte ehrlich gesagt Bock auf den Netzwerk. Speederino. Dann gehen wir doch erstmal dahin und schauen mal. So, der Netzwerk-Speedrun. Ab geht die Post. Was ist denn da? Achso, ich... Das ist gar nicht der Dings, sondern... Ja, okay, das ist kein Level, sondern da kann ich nur... dann schnell irgendwo hin, oder was? Ja, dann fangen wir doch einfach mit den kühlen Quellen an. Das sieht doch ganz schick aus. Rein da in die PS5 Experience. Ich freue mich ja riesig, dass es hier jetzt endlich losgeht. So. Wir haben hier wieder 4 Puzzleteile. Und wir müssen hier insgesamt... Okay, hier haben wir schon mal die Krone. Die wollen wir natürlich überall haben, in jedem Bereich. Aber wieder 4 Puzzleteile hier drin. Das heißt, wir schauen uns mal ein bisschen genauer um.
Auch mit was für einem Detail gerade ist hier, ne? Die ganzen PlayStation-Logos und so im Hintergrund. Thank you for playing. Mega. Junge, guck dir diese... wie sich der Controller anfühlt. Alter, okay. Ja, herzlich willkommen im Wasser und so weiter. Wie das aussieht mit den Reifen. Mit dem Schwimmreifen. Na gut, gehen wir erstmal an Land. Ich denke, da gibt es eine Menge zu holen. Da haben wir auch schon die ersten Gegner und so weiter. Kann ich da hoch? Jo, geil. Ah, da haben wir... oh. Da oben haben wir doch schon mal ein Puzzleteil. Oh. Bisschen enger, würde ich behaupten. Ah, please. Ich hätte gedacht, dass es reicht. Oh, es ist ein wahrer Traum. Den Kameramann platt machen. Was ist das hier für eine Atmosphäre? Ist mega geil. Und es fühlt sich wirklich so an, als ob es Holz ist am Controller. Gerade wenn ich jetzt nochmal zu dem Sand rübergehe. Ja, es fühlt sich wirklich weich an jetzt. Ey, mega. Der Controller ist ja mal sowas von geil. Hallöchen. Was haben wir hier? Haben wir hier auch ein Puzzleteil? Das wär's doch. Ja. Also das Projekt wird auch nicht so lange gehen. Ich denke, wir werden nicht so lange brauchen, das alles durchzuspielen. Mit den Münzen kann man sich auch fehlende Puzzleteile erkaufen oder so eine Geschichten. Oder ich glaube, man bekommt gar nicht alle hier. Kann ich die kaputt machen? Oh. Ja, kann ich. Hallöchen. Okay, Gott, schaffe ich das überhaupt? Oh. Komm. Ein Artefakt haben wir. Es gibt auch Artefakte. Wir haben die PSI-Kamera. Definitiv kein Spielzeug. Das ist ja auch cool, wenn ich das jetzt so bewege. Seht ihr das? Das ist ja mal mega. Und ich kann auch ranzoomen. Hallo, wer geht? Auch die Details, das ist ja mega. Kann ich das jetzt so umdrehen und dann steht da PlayStation High. Microphone Array System. Und dann steht da noch was drauf. Oh, PlayStation 3, okay. High-Speed USB Certified. Alter, geil. Ohne Scheiß. Mega. Und die wird, glaube ich, jetzt auch in dem Showroom abgelegt vom PS Labo. Da hinten haben wir noch was. Da werden wir einiges zu sehen, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt aber auch nur gerade mal zwei Puzzleteile. Ja. Dann schwimmen wir hier nochmal hin. Das ist aber mega. Da hinten noch irgendwas. Sind wir natürlich hier jede Ecke irgendwie untersuchen. Hä, Dinger. Na gut. Untertauchen? Nee, oder? Mit dem Schwimmreifen eignet sich das natürlich jetzt nicht ganz so geil. Aber wir können uns auch durchaus hier mal im Wasser so ein bisschen umschauen. Da hat man hier auch diese Boxen. Münzen wollen wir natürlich nicht übersehen. Ja, erwischt er mich. Da ist ein Puzzleteil aber auch.
hoffe mal, er speichert jetzt alles. Er speichert alles, aber die Münzen sind trotzdem alle wieder da. Ist ja mal mega. Das heißt, ich kriege jetzt einfach noch mehr Münzen. So, das können wir dann ja auslassen. Ey, das musste ich triggern, ja? Triggert bist du, tot bist du, Puzzleteil unser. Dann suchen wir noch das letzte und dann soll es das für die erste Folge gewesen sein. Aha, da. Das heißt, dann können wir in der nächsten Folge, ich glaube, da hinten ist das Puzzleteil, oder? Ja. Da haben wir es doch schon gefunden. Dann nehme ich. Und da haben wir schon das letzte. Es geht natürlich nicht um Puzzleteile immer nur. Man kann ja auch natürlich die ganzen Artefakte finden und so weiter. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen tiefer suchen, wenn man die alle finden will. Das würde ich dann jetzt nicht unbedingt sagen, muss dann sein, aber... Ich würde schon ganz gerne alles vom Game mal gesehen haben und zumindest die Puzzleteile, sodass wir auch die Bilder voll haben und so. Das wäre natürlich schon nicht noch bad. Sage ich dir auch ehrlich. Oh, da war zum Beispiel auch wieder ein Artefakt und das ist ein alter PlayStation. Ja, das ist der DualShock 3. Wireless Controller sagt 10-mal hintereinander 6X. Sagt 10-mal hintereinander 6X ist. Okay. Ja, der sieht ein bisschen... Ach du Scheiße, noch Mini-USB hatte der noch gehabt. Wow. Ich finde das krass, mit welchem Detailgrad der hier... Macht der hier mit? Er macht mit, ist das geil. Geil ist das denn? Oh, mega. Das ist ja mal so gut. Schon mal ranzoomen. Lithium-Ionen-Batterie. 2,4 schon im Netz. Ja, mega geil. Alter Schwede. Ah, da steht sogar 6 Axis drauf. Passen hießen nur 1 und 2 oder was? Jetzt haben wir R1, R2, L1, L2. Okay. Ja, nehme ich gerne mal mit hier. Das sieht doch super aus. Als ob ich davon eine Münze bekomme. Ist mir böse. Nun gut, ich würde sagen, Freunde, für die erste Folge soll es das hier auch tatsächlich schon gewesen sein. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir dann schon mal zum ersten Special und so weiter. Noch ein paar Münzen hier mitnehmen. So, machen wir die auch noch platt. So, haben wir fast 300 Münzen. Ist doch super. Ja, na guck mal, da werden sogar angezeigt, wo die Puzzleteile nochmal gewesen wären. Die haben wir jetzt schon. Das war die erste Folge PS5 Astros Playroom. Ich hoffe, ihr habt Bock. Das Game wird ja, wie gesagt, jetzt nicht ganz so lange dauern und danach geht es auch direkt weiter mit weiteren geilen PlayStation 5 Titeln. Seid gespannt, was da auf euch zukommt. Vielen, vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.